Gibt es eigentlich so etwas wie Burnout bei Promovierenden der Medizin oder auch der Biologie? Gibt es. Man kann es auch depressive Verstimmung, Sinnkrise oder unendlichen Frust oder Stress nennen. Bei manchen geht es sogar so weit, dass sie ihre Promotion abbrechen. Andere quälen sich durch ihr Forschungsprojekt, Robben auf dem Zahnfleisch und das Einzige, was sie aufrechterhält, ist die Aussicht, dass es irgendwann besser wird, nach dem Doktor. So sollte es nicht sein. Wissenschaft kann sicherlich anstrengend sein und eine Doktorarbeit ist kein Spaziergang, aber zur Qual sollte es eben nicht werden. Deswegen dieses Video. Hier sehen wir uns die fünf häufigsten Stressfaktoren an und überlegen uns, wie man sie vermeiden kann. Leider relativ häufig liegt es an dem Betreuer oder der Betreuerin einer Promotion, beziehungsweise dass eben die Betreuung nicht wirklich stattfindet. Betreuen bedeutet eben mehr als methodische Fragen mal eben nebenbei im Vorbeigehen zu beantworten oder neue Experimente eher aus dem Bauch heraus und auf die Schnelle einmal vorzuschlagen. Methodische Probleme sollte man eigentlich gemeinsam lösen und Experimente, die sich ja über Tage oder Wochen und manchmal auch Monate hinziehen können, sollte man auf jeden Fall fundiert planen. Dafür müssen sich Betreuer und Betreuerin einfach die notwendige Zeit nehmen. Doch im Forschungsalltag fühlen sich viele Promovierende alleingelassen, arbeiten mehr im Einzelkämpfermodus und führen ihre Experimente eher nach dem Trial-and-Error-Prinzip durch. Das erzeugt zwangsläufig viel Frust und das erzeugt viel, viel Stress. Doch eine schlechte Betreuung muss man nicht einfach schlucken. Zunächst einmal sollte man das Gespräch suchen mit Betreuer oder Betreuerin. Man kann sich aber auch anderweitige Hilfe suchen und im schlimmsten Fall kann man auch die Stelle wechseln. In jedem Fall sollte man vor Beginn der Promotion einmal bei den ehemaligen Doktoranden und Doktorandinnen oder auch bei den BTAs und MTAs aus dem Labor nachfragen, wie denn die bisherigen Doktorarbeiten so gelaufen sind. Generell gibt es leichte Themen und es gibt schwere Forschungsthemen. Insofern führen unterschiedliche Doktorarbeiten zu ganz verschiedenen Stressleveln. Richtig stressig wird es aber erst, wenn ein eindeutiges Thema fehlt, wenn es nicht existent ist. Denn das bedeutet, dass man Experimente und Versuche nur auf Zuruf durchführt, Experimente, deren Sinn und Zweck man gar nicht wirklich verstanden hat. Erfolgserlebnisse wird man so nicht erleben und das bedeutet Stress. Steht dann irgendwann auch das Zusammenschreiben der Doktorarbeit an, potenziert sich der Stress noch einmal, denn wie soll man aus diesem Sammelsurium aus verschiedenen Experimenten, Daten und Versuchen eine zusammenhängende Story für seine Doktorarbeit basteln? Man sollte sich also vor Beginn der Promotion einmal ausführlich mit Doktorvater oder Doktormutter über das Projekt unterhalten. Am besten nicht zwischen Tür und Angel, sondern in Ruhe und zu einem festgesetzten Termin. Ist er oder sie dann nicht in der Lage, die Fragestellung oder Zielsetzung der Doktorarbeit klar zu definieren oder auch das Thema der Doktorarbeit verständlich vorzustellen, dann sollte man skeptisch werden und sich eventuell nach Alternativen umsehen. Ein gutes Promotionsthema sollte man in 3 bis 5 Sätzen skizzieren können, sonst ist es meistens zu vage. Und wenn Sie bereits mit Ihrer Doktorarbeit begonnen haben und noch kein eindeutiges Thema haben, dann sollten Sie dieses aktiv einfordern. Okay, man darf aber auch die Schuld nicht immer nur bei anderen suchen. Oftmals liegt der eigentliche Stressfaktor am wissenschaftlichen Projekt, also in der wissenschaftlichen Realität begründet. Wenn man zum Beispiel für seine eigentlichen Versuche zunächst einmal ein rekombinantes Protein isolieren und aufreinigen muss, aber die Ausbeute aus der Zellkultur aberwitzig gering bleibt, klar, das ist ein ziemlicher Stressfaktor. Zumindest für eher defensive Persönlichkeiten, die die Schuld gern bei sich suchen. Und solche Persönlichkeiten beginnen dann meist eine ungeheure Materialschlacht in der Zellkultur und betreiben in ausufernden Nachtschichten einen Raubbau an der eigenen Gesundheit. In einer solchen Stresssituation hört man auf, nüchtern nachzudenken oder auch kreativ zu werden. Und die zündende Idee, wie man denn die Proteinausbeute steigern könnte, bleibt aus. Ganz anders bei denen, die selbstbewusst auf ihre Work-Life-Balance achten und sich von den expressionsunwilligen Zellen nicht stressen lassen. Die Ausbeute wieder mal gering, ich gehe trotzdem joggen. Und so kommt es, dass man dann zum Beispiel zwischen Kilometer 5 und 6
auf die Idee kommt, es mal mit einem ganz anderen Zelltyp zu probieren. Probleme im Labor sollte man niemals versuchen, durch blindwütiges Arbeiten zu lösen, eher durch Kreativität. Manchmal ist es ganz gut, einfach einen Schritt zurückzutreten und sich die ganze Sache noch einmal in Ruhe zu überdenken. Stress entsteht immer dann, wenn man etwas tun muss, was man eigentlich nicht wirklich kann, beziehungsweise von dem man glaubt, es nicht wirklich zu können. Und das gilt ganz besonders fürs Schreiben. Wenn man also im wissenschaftlichen Schreiben noch nicht allzu viel Erfahrung hat, dann weiß man nur, wie am Ende das große Ding, die Doktorarbeit, auszusehen hat. Man weiß aber nicht, wie man dorthin kommt. Das wissenschaftliche Schreiben ist also ein großer Stressfaktor bei der medizinischen Doktorarbeit. Wie kann man diesen Stressfaktor also vermeiden? Man braucht eine vernünftige Anleitung. Eine gute Idee wäre sicherlich, einen Kurs zu besuchen im wissenschaftlichen Schreiben oder sich ein Buch, einen Schreibratgeber zuzulegen, in dem alles vernünftig erklärt wird. Klar, dass ich an dieser Stelle vor allen Dingen mein eigenes Buch, die medizinische Doktorarbeit Schreiben mit System, empfehle, da dieses Buch eben sehr systematisch alle notwendigen Arbeitsschritte erklärt, sodass man dann die einzelnen Punkte Schritt für Schritt abarbeiten kann und so einigermaßen stressfrei auch ans Ziel kommt. Wenn Sie sich für ein anderes Buch oder für einen Kurs entscheiden, dann achten Sie darauf, dass dieses Buch oder der Kurs nicht nur Regeln und Vorschriften auflistet, also Ihnen erklärt, wie die Doktorarbeit am Ende auszusehen hat, sondern vor allen Dingen auch praktische Tipps gibt, wie man das Ganze ganz konkret umsetzen kann. Wissenschaftliches Schreiben ist sicherlich kein Hexenwerk, hat auch nichts mit Talent zu tun. Es ist einfach ein Handwerk, das man lernen kann, eben mit der richtigen Anleitung. Die Frage, was kommt danach, was kommt nach dem Doktor, das kann ein weiterer Stressfaktor sein. Früher war es eher die Frage, wie finde ich einen Job? Heute ist es eher die Frage, für was soll ich mich entscheiden? Für Universität oder für ein pharmazeutisches Unternehmen, für Forschung oder Klinik, für Teilzeit oder Karriere? Das sind alles wichtige Fragen, aber das sind sicherlich eher Luxusprobleme. Stressfaktoren sollten es definitiv nicht sein, denn die ersten vier genannten Stressfaktoren genügen ja schon. Sorgen Sie sich also nicht um das danach, was nach der Doktorarbeit kommt, sondern konzentrieren Sie sich besser auf das Jetzt, nämlich auf Ihr ganz konkretes Promotionsthema. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihre Doktorarbeit und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen eine stressfreie Zeit.